Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Forza Horizon 1 und damit zu den letzten Straßenrennen. Die letzten 10 Straßenrennen, nehme ich mal an. Das sind die auch 10, ne? Ja, genau. Die letzten 10 Straßenrennen, die wir hier machen. Und ja, wir hatten ja neulich schon, also bei der letzten Aufnahme schon festgestellt, dass wir fast durch sind mit dem Spiel. Und ich würde einfach anfangen und gar nicht lange schnacken. Wir suchen uns einfach ein Auto aus, was ungefähr geeignet ist. Die Monet ist auch okay. Die Monet haben wir. So. Ja, wir haben ja festgestellt in der letzten Folge schon, dass das Spiel so gut wie durch ist. Wir haben halt nur noch die 7 Straßenrennen und die 4 kleinen Veranstaltungen und dann das Finale, ne, was wir fahren. Deswegen werden wahrscheinlich auch nur noch 3 Videos von Veranstaltungen kommen. Ich überlege gerade derzeit auch nochmal, ob ich... Eigentlich wollte ich auch noch die Scheunenfunde mit aufnehmen. Aber ich dachte mir so, einfach nur rumfahren durch die Gegend und irgendwelche Scheunenfunde einzusammeln. Und dann halt vielleicht das Ganze in einer halben Stunde oder vielleicht auf 2 Folgen aufgeteilt, wäre jetzt eigentlich auch sinnlos. Und vor allem ein bisschen blöd gegenüber euch auch, weil ihr müsstet euch da wirklich diese halbe Stunde reinziehen, wenn ihr wissen wollt, wo die Scheunenwunde liegen. Und da hab mir gedacht, vielleicht verkürze ich das Video auch einfach. Also erstmal, ob ich überhaupt ein Video bringe zu den Scheunenwunde. Oder, naja, wie soll ich sagen? Also, wenn ich ein Video bringe, ob ich das dann auch verkürze. Sprich, dass ich es dann schneide, zusammenschneide, wie so ein Guide. Dass ich euch dann halt einblende, welches Auto in welchem Teil der Karte ihr findet. Euch dann die Gebiete jeweils auf der Karte zeigen und einmal mit euch dorthin fahren. Also, vermutlich kommt dann auch trotzdem nochmal ein 4. Video noch raus, wo ich euch dann die Scheunenwunde einfach mal erkläre. Oder beziehungsweise zeige. Ne? Weil der ein oder andere, der will vielleicht alle Scheunenfunde haben, möchte aber nicht unbedingt Geld ausgeben für Schatzkarten. Gut, das geht jetzt hier bei Forza Horizon 1 nicht mehr, dass man sich da die Karte holen kann für die Scheunenfunde. Weil das Spiel einfach schon viel zu alt ist. Aber bei den neueren Teilen vielleicht. Und bei den neuen Teilen würde ich das dann halt auch so machen, dass wir zum Beispiel so Schatzkarten und so eine Sachen einfach so als kleines Video zusammenschneiden. Dass ich euch dann zeige, wo die jeweiligen Scheunenfunde und so zu finden sind und welche Autos zu finden sind. Ja, das dachte ich mir so und das machen wir vielleicht auch so. Hauptsächlich mache ich jetzt noch die Veranstaltung mit euch einmal, ne, die Straßenrennen, die sind mir noch wichtig. Und vor allem die Veranstaltung und das Finale natürlich. Ne? Das sind jetzt also nochmal 3 Let's Plays von dem, ich sag mal so, sogenannten Anführungsstrichen Story-Inhalt. Von Forza Horizon 1. Ja. Und, ja. Das ist dann. Dann mache ich nochmal separat halt dieses Video mit den Scheunenfunden. Nehmen wir das. So. Und, ja. Deswegen. Also, es kommt nochmal, wie gesagt, 3 Videos zu den Veranstaltungen, Story-Inhalt. Also, in Anführungsstrichen, Story-Inhalt. Und dann kommt nochmal ein kleiner Guide zu Forza Horizon 1, was so die Scheunenfunde betrifft. So. Wie man jetzt hier unschwer erkennen konnte, habe ich das erste Rennen ja auch gewonnen. Und habe dann nochmal ordentlich Punkte abgesammelt. Weil ich halt versucht habe, nicht irgendwo reinzufahren, was sonst immer mein Talent ist. Und falls euch das auch aufgefallen ist, wir fahren gerade in einer anderen Perspektive. Das war eigentlich so von mir auch nicht geplant, aber ist egal, jetzt fahren wir halt mal so. So, jetzt hat er natürlich gecrashed. So, jetzt sind wir natürlich jetzt 4. Zweiter.
muss ganz ehrlich sagen, ich fahre eigentlich besser, ne? So in diese Perspektive. Perspektive, so, ich kann noch nicht sprechen. Weil wenn ich jetzt auch so aufs Cockpit fahren würde, würde ich überall gegenfahren. Das ist mir aufgefallen und hier fahre ich rechtzeitig immer so, dass ich abbremsen kann. Und bekomme dann auch maximale Punkte. Vielleicht fahre ich auch weiter so. Mal schauen. So, kriegen wir den auch noch überholt? Ja, ne? Ja, klar, kriegen wir den überholt. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Bin ja immer noch dabei, den Erfolg zu haben. Und das zu holen. Wenn es so weitergeht, sind wir momentan auf einem sehr guten Weg. Also bis jetzt habe ich mal in der Statistik geguckt, bis jetzt haben wir alle Rennen gewonnen. Und wenn es jetzt so weitergeht, dann bekommen wir am Ende des Spiels auf jeden Fall den Erfolg. Was richtig geil ist. Gut, der bringt uns vielleicht jetzt höchstens nochmal 20 Gamerscore. Aber immerhin, ne? Ich kann dann halt sagen, dass ich ein Gamerscore mehr habe. Oder einen Erfolg mehr habe und 20 mehr, weil ich lasse ungern Gamerscore liegen. Wenn man die leicht holen kann oder so, sollte man die auf jeden Fall holen. Gut, die Gamerscores auf der Xbox bringen einen jetzt nicht viel, ne? Außer wenn man so bei Rewards mitmacht, dass man da manchmal ein paar Aktionen von Microsoft dann hat. Das gab es auch schon, dass man Gamerscores zum Beispiel im Gutschein umrechnen lassen konnte oder so. Oder dass man dann halt so bestimmte Rewards-Vorteile hat oder so manchmal, ne? Und das sagt natürlich auch viel über den jeweiligen Spieler aus, ob der einen Namen hat oder nicht. nein, mein Scherz, alles gut. Also wenn es noch meinen Gamerscore betrifft, dürfte ich ja auch keinen Namen haben. Weil ich auch schon irgendwas bei 90.000 habe, also 94, glaube ich. 94.200 Gamerscore habe ich, glaube ich, irgendwie in der Richtung. Gut, ich sag mal so, das ist noch nicht hoch, ne? Also ich kenne auch Leute, ich habe auch welche in der FL, die haben es wirklich übertrieben. Also bei denen glaube ich manchmal wirklich schon, dass die kein Leben haben. Weil die haben teilweise wirklich hunderte von tausende Gamerscore da irgendwie gefühlt, also das ist echt... Aber die handeln wirklich hinter jedem Gamerscore bei jedem Spiel, ne? Also die versuchen wirklich, Spiele komplett abzuschließen. Also hundertprozentig komplett abzuschließen. Nicht nur vom Story-Inhalt, sondern auch von Gamerscore. Und die sitzen teilweise tagelang an einem Spiel. Tagelang. Man sieht bei denen nichts anderes, denn außer tagelang dieses eine Spiel. Also ich weiß noch, ich kann mich daran erinnern, damals mal bei GTA. Bei GTA 4, glaube ich, genau genommen, wollte mein Bruder halt auch Erfolge mitnehmen. So viele wie möglich. Und dann, weiß ich noch, hat er mich das so verfrachtet, mit dem Laptop neben ihm zu sitzen und ihm dann halt zu sagen, wo was ist, was er zum Beispiel sammeln musste für den jeweiligen Gamerscore. Das, wo ich mir denke, okay. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich mir einfach sage, ja, gut, okay. Ja, also das waren jetzt auch nicht ganz wenige Inhalte in GTA 4, die man da suchen musste. Ich glaube, das waren Autos, die man irgendwie irgendwo spielen musste und dann irgendwo in eine Werkstatt bringen musste. Irgendwie so Autoaufträge. Ja, haben wir lange dran gesessen auf jeden Fall. Gut, ich mache es heutzutage auch, ne? Wenn ich jetzt irgendwie was sammeln will an Sammelobjekte und ich weiß nicht, wo das ist, suche ich natürlich auch im Internet. Logisch. Aber ja, das war damals zu dem Zeitpunkt halt noch relativ neu für mich, dass man so mal exakt seine Erfolge zusammenschiedet, indem man sich einfach die Sachen aus dem Internet holt. Das ist ja auch auf die altmodische Art machen oder einfach selber suchen. Aber davon hat mein Bruder damals nicht viel gehalten. Naja, gut. Sag mal so, man darf ja auch nicht verurteilen, wenn man es selber macht, ne? Mit den Scheunenfunden übrigens habe ich das damals auch so gemacht.
wo ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe. Ich hatte auch keinen Bock auf langes Suchen. Obwohl das bei Forza noch relativ geht. Ne? Also Forza zeigt ungefähr mit einem Kreis ja an, wo ungefähr das Auto sein könnte. Und in diesem Kreis befindet sich halt die Scheune. Da muss man halt suchen. Damals hatte ich da, glaube ich, bei ein oder zwei Scheunen das Problem, dass ich gefühlt gar nicht gesehen habe. Dabei habe ich einfach nur die zwei Scheunen übersehen. Hinterher habe ich dann auch gedacht, ach, du bist da auch eine Flitzpiepe oder so. Aber da habe ich mir dann die Sachen auch rausgeholt. Ne? Bin ich auch gerne. So, jetzt sind wir wieder Erster. Ich bin am überlegen, vielleicht je nachdem, was die Zeit sagt und wie viel Rennen wir jetzt schaffen, ob wir vielleicht auch alle 10 Straßenrennen in einer Folge schaffen. Das wäre genial, dann würde die Sache in einer Folge abgehakt sein, die Straßenrennen. Und dann könnten wir in der nächsten Folge schon die Veranstaltung und das Finale vielleicht fahren. Müssen wir mal schauen, ob wir es schaffen zeitlich. Weil ich glaube, 4 Rennen haben wir jetzt hinter uns, ne? Oder wir machen natürlich extrem kürzere Videos. Du bist zurück. Cool. So, also 4 Rennen haben wir jetzt. Wir können, also wie gesagt, wir können kürzere Videos machen oder wir können auch längere Videos machen. Wir müssen mal gucken. Weil das ist ein S-Auto. Ich vergesse immer im Vorfeld auf die Veranstaltung zu gucken, weil eigentlich steht das ja meistens bei den Veranstaltungen mit drauf, ob das ein S oder ein A oder ein B-Auto ist. Was würde ich dafür geben, ne? Einfach mal auf den Nürburgring bringen oder so, auch mit so einem schnellen Auto zu fahren. Das wäre genial. Müsste jetzt nicht an Straßenrennen teilnehmen, das nicht unbedingt, aber wenigstens auf den Nürburgring bringen oder so. Das wäre schon ganz cool, wenn man da mal fahren könnte. Und ich bin sowieso auch so autobegeistert. Ich fahre gerne Auto. Ich fahre auch gerne schnell, so ist es nicht. Also ich würde sogar auch selber über mich sagen, dass ich manchmal einen Bleifuß habe. Nein! Oh, okay. Das Auto ist erstmal zur Seite geflogen. Das fährt bestimmt nicht mehr. Also, ich denke mal, wenn das jetzt nicht so schlimm ist, dass man die Folge auf 30 Minuten bringt, wahrscheinlich würden wir alle Rennen schaffen. Und ich glaube, wir machen das auch so, dass wir alle Rennen jetzt in einer Folge machen.
Vielleicht wären es auch noch nicht mal ganz 30 Minuten oder so. Ich hatte ja, glaube ich, auch schon in den vorherigen Folgen erwähnt, dass mir diese Prozentrennen da oben relativ kürzer vorkommen als die Rundstrecken. Ne? Also, als wenn man jetzt 3 oder 4 Runden fährt in einem Rennen, kommen mir diese Prozentrennen halt extrem kürzer vor. Muss ich ehrlich sagen. Also, dass man die schneller absolvieren kann als die Rundstreckenrennen. Ne? Okay, die Punkte sind weg. Hätte mal früher abbremsen sollen. Wenn ihr euch fragt, warum ich die Abkürzung nicht so genommen habe wie die anderen, das Problem ist halt immer, irgendwie bremst er mich dann ab, wenn ich über Grasfläche oder so fahren will. Das habe ich schon bei den vorherigen Folgen gehabt. Und das kotzt mich halt an, deswegen fahre ich lieber wirklich vernünftig von der Straße aus. Als wenn ich jetzt dadurch, wenn ich abgebremst werde, noch erhebliche Einbußen habe. Ich würde mal sagen, der hat einen Unfall gehabt. Alter. Was so eine Geschwindigkeit ausmachen kann, ne, um ein anderes Auto mal so abseits der Straße zu schieben. Thank you.
Schiff. So, ich glaube, jetzt haben wir nur noch 3 Rennen oder so vor uns. Du solltest dir hier ein Bett aufstellen, ehrlich, du bist... Welchen war das jetzt? Erstmal, okay. Alter, Mann. Das sind doch Idioten, ey. Das bin ich 8. Alter, was gibt's da für mega Quatsch gerade? Also ich habe so das Gefühl, umso schneller die Autos werden, umso schlimmer sind die Crashs. Wenn man gegen jemanden fährt oder so. Okay, dann haben wir das Rennen auch. Wir sind da Schluck trinken. So, sorry Leute, aber ich habe extrem momentan einen trockenen Hals. Und deswegen trinke ich da lieber einen Schluck, bevor ich euch dann nachher ins Mikrofon huste. Muss ja auch nicht sein, ne? Hey, du bist zurück! Ich muss...
Okay, das war natürlich fatal. Ich sollte schon auf die Karte unten achten, ne, glaube ich. Dass ich dann auch weiß, wo ich langfahren muss. So, ich glaube noch ein Rennen hatten wir und dann hätten wir die Straßenrennen auf jeden Fall abgeschlossen. Die letzten 10 Straßenrennen, wohlgemerkt. Okay, du willst ernst machen. Such dir ein Rennen aus und dann geht's los. Okay, ich habe das Gefühl, das wird wieder ein extrem langes Rennen hier. Thank you.
So, jetzt sind wir momentan Erster. Jetzt versuchen wir mal die Führung auszubauen und uns einen Abstand zu verschaffen zum Zweiten und Dritten. Damit wir dann ein bisschen ruhiger fahren können. Also zumindest so, dass wir natürlich noch das Rennen gewinnen, aber halt ruhiger in dem Sinne, dass wir weniger Fehler bauen und ein bisschen sicherer fahren. Natürlich jetzt doof gelaufen, aber wir sind immer noch Dritter. Also das heißt, wir kriegen die immer noch eingeholt. Nehme ich jetzt mal an. Ich lege mich mal so fest, dass wir die noch eingeholt bekommen. Ja, bekommen wir. Komm, wir sind hinter den ersten schon. Und jetzt haben wir beide eingeholt. Also das ist knappes Rennen. Knappes Finale vom Straßenrennen. Geht natürlich jetzt auch 36 Minuten schon die Folge. Aber wir sind ja auch gleich fertig.
müssen wir wirklich aufpassen. Kriegen wir die noch eingeholt? Ganz knapp, ne? Ganz knapp vielleicht. Aber jetzt dürfen wir uns aber keine Fehler mehr erlauben. Und wenn es geht, nicht mehr von der Straße abkommen oder so. Solche unnötigen Crashs einfach vermeiden. Solche Sachen zum Beispiel einfach mal vermeiden, damit sowas echt nicht passiert, dass wir dann eventuell wirklich Letzter werden nachher oder das Zweite. Da muss man hier wirklich, gerade bei solchen Rennen, wo man wirklich lange fährt und dann in unterschiedlichen Streckeneigenschaften mit Kurven, Geraden, Schotter, Asphalt, muss man extrem aufpassen. Gerade wenn man so knapp fährt. Am besten auch immer so fahren, dass man so fährt, dass wenn derjenige überholen will, eigentlich am besten im Gegenverkehr reinrauscht. Damit er ausgebremst wird. Das ist eigentlich immer die beste Methode. Jetzt haben wir gewonnen und wir haben die Straßenrennserie beendet. So. Haben aber dafür ordentlich Geld gekriegt. Ui, ein Enzo Ferrari 2002er. Ein Wert von 1,3 Millionen. So Leute, dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Ich will euch nicht lange quälen. Und ja, die Straßenrennen sind jetzt damit alle beendet. Und jetzt haben wir nur noch die vier Veranstaltungen hier oben. Plus das Finale. Und ja, ich fahre in der Zwischenzeit bis zur nächsten Folge schon mal hier oben hin. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Könnt mir auch gerne Feedback und Anregungen in den Kommentaren schreiben. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.